Wir sind jetzt mit diesen drei Stämmen fertig. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Stamm der Juden, und zwar diejenigen, die sich bei Khaybar angepflanzt hatten. Khaybar ist eine landwirtschaftliche Oase, die im Norden von Medina liegt und etwa 165 Kilometer von Medina entfernt ist. Und sie ist, diese Oase ist ungefähr 850 Meter über dem Meeresspiegel und ist besonders, eines der besonderen Kennzeichen dieser Gegend ist die fruchtbare Erde und die, das viele Vorhandensein des, von Wasserquellen. Und diese Stadt Khaybar ist bekannt geworden durch die vielen Palmen, die sie hervorgebracht hat, durch Allahs Erlaubnis. Das unabhängig davon, dass sie auch viel Korn und viele Früchte hervorgebracht hat. Und deswegen wurde sie, was es bezeichnet, früher als Qaryatul Hijaz. Hijaz ist eine Region, liebe Geschwister. Hijaz ist der Westen der arabischen Halbinsel, dort wo sich Mekka, Medina, Taif befindet. Dieser Streifen dort. Das ist Al-Hijaz und Khaybar wurde genannt Qaryatul Hijaz. Qarya ist eine Stadt. Heutzutage benutzt man das Wort Qarya mehr für ein Dorf. Heute heißt Qarya Dorf. Aber Qarya ist gemeint ursprünglich Stadt und das ist sozusagen die Stadt des Hijaz. Die Stadt des Hijaz. Und aufgrund dieses wirtschaftlichen Schwerpunktes auf der arabischen Halbinsel, die sich in Khaybar ungefähr befunden hat, haben dort sehr viele Händler gehaust und auch verschiedene Arbeiter unterschiedlicher Berufe. Und bevor die Muslime Khaybar befreit haben von dem Kufr und dem Schirk, haben dort Araber gelebt und Juden gelebt. Und die Anzahl der Juden ist dann mehr geworden als einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Banu Nadir vertrieben hat, wie wir bereits gesagt haben, weil manche davon sind, wie zum Beispiel Huyay ibn Akhtab, nicht den Namen vergessen, als der Prophet die Banu Nadir vertrieben hat, da sind manche nach Damaskus gegangen und andere sind nach Khaybar gegangen. Und einer von ihnen ist eben dieser Anführer, der nämlich eine Rolle spielen wird bei der Parteienschlacht später. Wie dem auch sei, die Khaybar haben sich nicht davor geschämt, ihre Feindseligkeit den Muslimen gegenüber zu zeigen und zu demonstrieren. Und unter ihnen war, wie gesagt, waren die Führer der Banu Nadir, die es nicht aushalten konnten, nachdem sie aus ihren Häusern vertrieben worden sind. Das heißt, dieses Vertreiben aus Medina raus war noch nicht genug dafür, dass sie sich beruhigen und dass sie aufhören mit ihrer Feindseligkeit. Sondern leider hat das Ganze dort zugenommen. Und einer von ihnen ist Salam ibn Abi al-Haqiq, der Abdullah ibn Atik und andere Ansar geschickt worden sind, um ihn zu töten, weil er Unruhe gestiftet hat unter den Menschen. Und das Problem ist von Leuten, die Unruhe stiften, ist, liebe Geschwister, dass, wie Allah sogar sagte im Koran, auch wenn sich das in erster Linie auf Kufr bezieht, aber es heißt, Al-Fitnatu ashaddu min al-Qatl. Das heißt, Fitna ist Unheil. Unruhe stiften ist schlimmer als Mord. Ist schlimmer als Mord. In erster Linie ist gemeint natürlich hier mit Fitna, dass man einen Menschen vom Islam abbringt zum Kufr. Ja? Aber Unheil, liebe Geschwister, kann eben noch schlimmer sein als Mord, zweifellos. Deswegen ist ja die Namima so eine große Sünde, weil Namima bedeutet, dass du Leute gegeneinander aufhetzt, mehr oder weniger. Wie dem auch sei. Im Jahre 6 gab es einen Friedensvertrag zwischen den Muslimen und den Quraysh. Und
ich sage das kurz im Voraus. Im Jahre 6 gab es diesen Friedensvertrag. Im Jahre 7 dann, liebe Geschwister, war erst dieser Kampf mit Khaybar. Oder die Befreiung von Khaybar. Warum sage ich das? Weil das war wichtig für die Muslime. Denn die Muslime hatten durch den Vertrag mit den Quraysh diesen Friedensvertrag und es gab keinen Konflikt in dem Sinne mehr zwischen den Muslimen und den Götzendienern aus Mekka. Sondern sie haben sich darauf geeinigt, 10 Jahre lang in Ruhe und Frieden zu leben. Eine Sache, die für die Muslime von größtem Nutzen war. Also ganz anders im Sinne, ganz anders wie manche Leute denken. Manche Leute denken, Krieg ist die Lösung. Krieg ist nicht immer die Lösung, stimmt nicht. Ja? Und Frieden ist normalerweise für die Da'wah und für die Muslime allgemein viel, viel besser und sinnvoller, damit sie den Islam verbreiten können. Und die Leute treten in den Islam eher ein, wenn sie ein gutes Bild vom Islam haben, als dass, wenn sie ein schlechtes Bild vom Islam haben, logischerweise. Deswegen konnten die Muslime sich konzentrieren auf die verschiedenen jüdischen Stämme. Unter anderem Khaybar, weil das war jetzt gerade ein Jahr ungefähr vorbei von dem Friedensvertrag und mit Quraysh gab es kein Problem und jetzt konnte man sich konzentrieren auf die Leute in Khaybar. Das war, wie gesagt, dieser Friedensvertrag, der war im Jahre 6 nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Viele Tafsir-Gelehrten haben gesagt, dass die folgenden Ayat ein Versprechen waren für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass Khaybar befreit werden wird und muslimisch werden wird. Lese ich euch dies aus Surat al-Fath, das ist Surah Nummer 48, aus dem Vers 20. Aus dem Vers 20. Oder ich lese euch 18 bis 20 vor. Der Zusammenhang ist gut zu wissen, weil, nochmal kurz überlegen, Hudaybiyah, der Friedensschluss zwischen Quraysh und den Muslimen, war im Jahr 6. Und darum geht es jetzt im 18. Vers nämlich. Allah sagte, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah hatte ja Wohlgefallen an den Gläubigen, das heißt, Allah ist zufrieden mit den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueeid leisteten. Detailliert werden wir darüber sprechen, wenn wir da hinkommen. Aber Punkt ist, die Sahaba radiallahu anhu, manche Ansar, manche Muhajirin, sie haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet, dass sie ihm gehorchen werden bis zum letzten Atemzug. Und Allah sagte, dass er mit diesen Sahaba zufrieden ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommentierte das und sagte, لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Das heißt, jemand, der unter dem Baum den Treueschwur geleistet hat, wird niemals ins Höllenfeuer eingehen. Niemals. Und zu ihnen gehört Abu Bakr, Umar, Uthman. Möge Allah mit ihnen alle zufrieden sein. Warum Uthman auch? Uthman war gar nicht dabei beim Treueschwur, aber Uthman wurde geschickt als Korrespondent, als Gesandter des Propheten. Er war der Gesandte des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und einer von Quraysh, und deswegen hat er ihn geschickt, um mit ihm zu verhandeln. Mit dem Propheten konnten sie nicht verhandeln, weil das war ihr Problem. Er hatte jemanden geschickt, der bei ihnen noch beliebter ist. Ja? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine beiden Hände genommen. Eine Hand von sich und die andere Hand sozusagen war die Hand von Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Und so hat Uthman den Treuschwur, den edelsten und besten Treuschwur sogar bekommen. Weil der Prophet hat es für ihn gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Allah sagte, er wusste, was in ihren Herzen war. Allahu Akbar. Das bedeutet, die Sahaba sind wahrlich gläubige Menschen. Das heißt, das ist keine Sache von Iman, ja, aber vielleicht auch ein bisschen heucheln. Kann gar nicht sein. Allah wusste, was in ihren Herzen war, und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Das ist der Punkt. Und er belohnte sie mit einem nahen Sieg. Und das sagen die meisten Tafsir-Gelehrte. Gemeint ist damit was? Khaybar. Dass Khaybar befreit werden wird.
Er belohnt sie mit einem nahen Sieg und viel Beute, die sie machen werden. Und Allah ist allmächtig und allweise. Allah hat euch versprochen, dass ihr viel Beute machen werdet. So hat er euch diese schnell gewährt und die Hände der Menschen von euch zurückgehalten. Und dies, damit es ein Zeichen für die Gläubigen sei und er euch einen geraden Weg leite. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das verspricht, dann ist es eine einfache Sache für die gläubigen Menschen, alhamdulillah. Tayyib. Die Muslime sind nach Khaybar gegangen unter der Anführung des Propheten sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Al-Mustafa ist einer der Beinamen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, heißt der Auserwählte. Al-Mustafa, es kommt vom Wort Istafa, Istafa heißt auswählen. Und er ist der Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er heißt nicht Mustafa, sondern er ist Al-Mustafa. Er ist der Auserwählte, sallallahu alaihi wasallam. Sie sind nach Khaybar gegangen und während sie auf dem Weg nach Khaybar waren, haben sie Allahu Akbar gesagt und La ilaha illallah gesagt und dabei ihre Stimmen erhoben. Sie haben dabei ihre Stimmen so erhoben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt hat, macht es euch leicht. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ihr betet zu jemandem, der allhörend ist und nahe ist und mit euch zusammen ist. Insofern braucht man Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit lauter Stimme zu rufen, sondern gemäßigt. Und auch im Salah, wenn du dein Salah verrichtest, dein Isha-Gebet oder Maghrib-Gebet oder Fajr-Gebet oder Qiyam-Layl, du betest zwar laut, aber du schreist nicht dabei, weil Allah subhanahu wa ta'ala hört alles. Und auch sollst du nicht zu leise lesen, wie Allah im Koran darauf deutlich hingewiesen hat. Und diese Situation, liebe Geschwister, wie die Sahaba radiallahu anhum zusammen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina, nach Khaybar gehen und den Takbir sprechen, den Tahlil sprechen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nur darauf hinweist, wie sie es noch besser machen können, weist darauf hin, dass sie das, was sie bewegt hat nach vorne und was sie dazu gebracht hat, ihr Leben zu opfern für den Islam, ist ihre Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und ihr starker Iman und dass sie überhaupt keine Angst hatten, irgendetwas in diesem Leben zurückzulassen, weil sie wussten, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala für sie versprochen hat, im Jenseits viel besser ist und wertvoller ist und beständiger ist. Beständiger bedeutet länger andauernd und geht nicht so schnell kaputt. Heutzutage, wenn du irgendwas kaufst in diesem Leben, ein paar Jahre, dann ist es kaputt. Aber im Jenseits, liebe Geschwister, das wird ewig sein, wie heißt es, und auf alle Dauer. Die authentischen Hadithe weisen darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Khaybar vor Morgendämmerung angekommen ist. Dann hat er das Fajr-Gebet dort in der Nähe verrichtet und dann hat er Khaybar angegriffen, sallallahu alaihi wasallam. Dazu lesen wir gleich eine Ayah, die er sallallahu alaihi wasallam offensichtlich zitiert hat aus dem Koran. Nachdem das Morgengebet verrichtet worden ist, hat er gestürmt und natürlich die Angriffe damals waren immer tagsüber. Deswegen war, wenn Sonnenuntergang war, dann haben alle aufgehört zu kämpfen. Das war also klar, dass der Kampf nicht mehr dauern wird, als die Sonne untergeht. Weil dann gehen alle nach Hause, jeder will sich ausruhen, waschen, auf den nächsten Tag vorbereiten. Überrascht wurden natürlich im Morgenangriff die Bauern, die jüdischen Bauern, die gerade hinausgegangen sind auf ihre Felder und ihre Vieh mit sich gehabt haben und ihre Axt mit sich gehabt haben und ihre Behälter für Dünger und andere Sachen mit sich genommen haben. Und sie haben sich gewundert, dass plötzlich überall Kämpfer sind und Muslime sind. Und dann haben sie laut gesagt, Muhammad und seine Armee ist da. Muhammad und seine Armee ist da. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Inna idha nazalna bisahatin, inna idha nazalna bisahati qawmin fasa'a sabahul munzarin. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Khaybar ist vorbei. Also Khaybar ist schon, das ist sozusagen so gut wie eingenommen. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam,
Wenn wir uns in den Höfen von einem Volk schon niedergelassen haben, wie böse wird dann der Morgen der Gewarnten sein? Das bedeutet also, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sicher war, dass er diesen Sieg erringen wird, mehr oder weniger. Warum? Weil erstens Allah hat es ihm versprochen. Zweitens, die Anwesenheit der Muslime hat den anderen schon so Angst eingejagt. Und ihr wisst ja, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bestimmte Dinge bekommen, eine bestimmte Ni'am von Allah bekommen, die kein Prophet vor ihm bekommen hat. Und eines dieser Sachen ist, dass wenn der Prophet a.s. vorhat, jemanden anzugreifen, dann einen Monat vorher schon, bevor sie ankommen, die Leute haben schon Angst. Die Leute haben schon Angst. Und Angst natürlich ist der Hauptgrund, warum jemand vom Schlachtfeld wegzieht. Die Juden sind natürlich sofort in ihre Festungen gegangen. Die Sira-Bücher berichten ganz genau sogar die Namen dieser Festungen, die sie damals dort gehabt haben. Diese Umzingelung von der Festungen war nicht sehr kampfintensiv, aber die Flagge der Muslime hat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu in den ersten beiden Tagen getragen und Khaybar wurde dadurch nicht befreit. Das heißt, die ersten beiden Tage Khaybar wurde nicht befreit. Es blieb bei der Umzingelung, aber sie konnten die Festungen nicht einnehmen. Und das fiel den Muslimen schwer, sodass der Prophet sagt, warum, wenn man tagelang dort konzentriert ist und Wache steht und kämpft, ist keine einfache Sache. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am zweiten Tag gesagt: Morgen werde ich die Flagge jemandem geben, der Allah liebt und seinen Gesandten und auch Allah und sein Gesandter lieben ihn. Und dann sagt er, und das ist die frohe Botschaft gewesen: Durch ihn wird Khaybar befreit werden. Wortwörtlich, er wird nicht zurückkehren, bis Khaybar befreit ist. Die Muslime haben sich gefreut und jeder hat natürlich gehofft und hat erwartet, wer ist derjenige, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Flagge geben wird und wer ist der, nicht weil dadurch Khaybar befreit wird, sondern weil dadurch weiß er, dass Allah und sein Gesandter ihn lieben. Und dadurch weiß er selbst, dass sein Iman ist ehrlich und echt, weil er liebt auch Allah und seinen Gesandten. Das ist eine Aussprache, ein Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, als er dann das Fajr-Gebet verrichtet hat am nächsten Tag, hat er wen gerufen? Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala. Und er hat ihm die Flagge gegeben. Und so hat er sie am dritten Tag getragen. Und dadurch hat Allah subhanahu wa ta'ala Khaybar befreit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber Ali ibn Abi Talib folgende Sachen auf dem Weg mitgegeben. Und zwar sagte er, wenn du zu Khaybar kommst, das sind jetzt meine Worte, sinngemäß, ja, dann sollst du sie nicht gleich bekämpfen. Sondern das Erste, was du machen sollst, du sollst sie zum Islam aufrufen. Dann sagte er, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Denn bei Allah, wenn Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, dann ist das besser für dich als eine Herde roter Kamele. Und an dieser Sache erkennen wir, liebe Geschwister, dass es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er unvergleichbar ist mit allen anderen, Kämpfern der Geschichte und Heeresführer und eigentlich unseren Propheten sallallahu zu vergleichen mit irgendwelchen Kuffar, ist im Gegenteil sogar eine Herabsetzung des Propheten sallallahu. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, er vergleicht Muhammad sallallahu mit zum Beispiel Napoleon zum Beispiel, das ist eine Erniedrigung für den Propheten sallallahu. Und ein Vergleich, den man nicht machen darf. Du kannst nicht Äpfel mit Birne vergleichen. Das ist wie wenn jemand sagt, mein Messer, das war so scharf wie ein Stück Papier.
Ja, aber ein Stück Papier ist nicht so scharf. Also wenn es hochkommt, kriegst du vielleicht ein bisschen sowas, aber das kann nichts schneiden, ja. Das heißt also, es ist irgendwie, das würde eigentlich eher bedeuten, dein Messer war stumpf. Ja? Deswegen, wenn man vergleicht, dann vergleicht man Menschen vom gleichen Stand. Aber ich kann nicht einen Menschen vergleichen, einen Muslim mit einem Kafir, das passt hinten und vorne nicht. Insofern unser Prophet, weil die Leute sagen, manche Leute sagen, er war ein Kämpfer, er war ein Krieger und er war ein, weiß nicht was, ein Feldherr. Ja, aber die Ziele waren ganz anders. Die Ziele waren überhaupt nicht die gleichen, wie die Menschen heutzutage haben. Den Menschen geht es vielleicht um Beute sammeln, Macht an sich reißen. Hier, der Prophet sallallahu sowieso, er macht nur das, was Allah ihm sagt. Das heißt, für wen will er die Macht haben? Für Allah, sonst niemanden. Das ist der Prophet sallallahu, er will, dass der Islam ausgebreitet wird. Er will, dass die Menschen nicht als Kuffar sterben und wenn sie gestorben sind, dann merken, dass es zu spät ist. Es gibt halt Menschen, die sehen es nicht ein. Es gibt Menschen leider, die gehen mit dem Strom. Manche Menschen, die gehen mit dem Strom. Das heißt, wenn die Leute um ihn herum Muslime sind, dann ist er auch Muslim. Wenn die Leute um ihn herum gläubig sind, gottesfürchtig sind und beten und fasten und kein Haram machen, dann macht er das auch nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man immer unter Muslimen zusammen ist. Und deswegen war es auch so wichtig, dass die Leute, sie mussten nicht unbedingt den Islam annehmen, aber es muss klar und deutlich sein, dass man den Islam annehmen darf und kann, ohne dass man deswegen unterdrückt wird, ohne dass man deswegen verfolgt wird, ohne dass man deswegen geschlagen wird, sondern dass eben gewährleistet ist, wer den Islam annehmen möchte, kann das machen. So, das Problem ist aber, wenn du alles in den Händen der anderen Menschen lässt, dann natürlich, liebe Geschwister, sie machen das Bild des Islam falsch, stellen es falsch dar und sie machen es kaputt. Und das ist eine Sache, denke ich, das erleben wir gerade in heutiger Zeit sehr oft, dass der Islam anders dargestellt wird, wie er eigentlich ist. Und deswegen ist es so gefährlich, dass man Verbrechern zu freien Lauf lässt, weil sie eben viel mehr, weil sie sehr viel Schaden anrichten. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er sollte die Menschen erstmal zum Islam einladen. Das heißt, die Juden, selbst wenn sie nur nach außen hin gesagt hätten, liebe Geschwister, selbst wenn die Juden nur nach außen hin gesagt hätten, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, das war's. Die Muslime hätten ihnen nichts tun dürfen. Gar nichts. Weil wir gucken nach außen auf das Äußerliche. Beim Islam, wir gucken auf das Äußerliche. Wir können nicht gucken, was jemand im Herzen hat. Wenn jemand bezeugt, dass er Muslim ist, er sagt, ich bin Muslim, er ist Muslim, fertig. Was willst du machen? Du kannst nicht davon ausgehen, dass er Heuchler ist. Geht nicht. Du musst davon ausgehen, dass er Muslim ist. Deswegen, wenn sie gesagt hätten, wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, der Prophet hätte sie in Ruhe gelassen. Und sie hätten bleiben können. Und sie hätten ihren Häuser bleiben können. Alles. Sie hätten sogar, wenn sie nicht, sie hätten sogar ihre Religion behalten können, wenn sie Jizya zahlen. Ja? Das heißt, es geht überhaupt hier gar nicht darum, Macht auszuüben. Und selbst die Jizya, liebe Geschwister, die Jizya, die ist halt weniger als Zakat, muss man dazu sagen. Die ist weniger als Zakat. Plus, sie bekommen eine Gegenleistung dafür. Und zwar, wenn die Muslime mal geraten in einen Kampf, dann werden sie verteidigt. Also die Leute, die haben teilweise ein vollkommen falsches Verständnis, wie manche Kuffar, die denken, die Jizya, die war ja so hoch, das Geld war so viel, dass sie sowieso dann den Islam danach angenommen haben, weil die konnten sich gar nicht mehr leisten, dann sozusagen Juden zu werden. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Ein Dinar im Jahr von den Männern, die dazu imstande sind, und wenn kein Dinar möglich ist, dann eben Kleider oder andere Sachen. Ja? Das heißt also, und wie Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, als einmal zu seiner Zeit des Kalifats, hatte einen Mann gesehen von Ahlul Kitab. Ich denke, damit schließen wir ab. Weil langsam gehen die Leute, die sind schon müde. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, hat einmal einen Mann gesehen. Einen alten Mann, einen Juden oder Christen. Und der Mann war am Betteln. Dann hat er ihn gefragt, warum bettelst du? Er sagte, ich habe kein Geld, um die Jizya zu bezahlen. Ich habe nicht genug Geld, um die Jizya zu bezahlen. Da sagte Umar zu ihm, weißt du was, wenn wir in deiner Jugendzeit von dir Geld nehmen und dich dann dazu zwingen, im hohen Alter Spenden zu kassieren von anderen Menschen, dann sind wir bestimmt nicht gerecht mit dir umgegangen.
und hat zu ihm gesagt, geh nach Hause, wir werden dir von der islamischen Staatskasse, das ist Baitul Mal auf Arabisch, wir werden dir von der islamischen Staatskasse einen Betrag monatlich zur Verfügung stellen, dann brauchst du nicht mehr betteln. Das ist nichts anderes, liebe Geschwister, als das, was heutzutage gemacht wird im Rentensystem, diese gesetzliche Rente, nicht von der privaten Rente, aber von der gesetzlichen Rente, die viele Gelehrte erlaubt haben. Ja? Warum? Weil sie sagen, der Staat ist verantwortlich für seine Bürger und der Staat muss dafür sorgen, dass jeder Mensch genug zu essen und zu trinken hat und die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Selbst wenn er nicht eingezahlt hat in die Kasse, muss er dafür sorgen. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, dieses System, denkt nicht, dass das ein System ist, das von den Nicht-Muslimen erfunden worden ist. Das ist ein System, das kennt Umar ibn al-Khattab vor über 1400 Jahren ungefähr, ja, hat Umar radiallahu anhu das umgesetzt. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und viele andere Dinge, die er gemacht hat, radiallahu ta'ala anhu. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.